Platz mehr. Gehen wir zuerst rein. Oh, ein Ei. Ein Ei. Aber wieder freilaufende Hühner. So, da soll die Leiter hin. Verstehe nicht, was hat denn Eis? Da sind noch keine freilaufenden Hühner hier. Wer kommt dann ein? Da ploppte das da raus. Na nö. Ja, also da ist jetzt auch kein Ei mehr so. Sind schon wieder welche da durchgedingst. Da hat er jede Menge. Bestimmt das Ei von dem großen Hühnchen. Stirb! So, machen wir jetzt nicht mehr hier raufspringen. Hatte ich noch ein Ei? Nein. Hatte ich noch ein Ei, wie sich das anhört. Weg. Das Hähnchen kommt da rein. Kann ich einmal ganz kurz gucken, was meine ist auch schon wieder voll. Aber wir müssen eh nochmal zurückgehen. Kann ich die auch einmal ganz kurz eben tätigen. Kommt, machen wir einmal schnell auf die Schnelle. Komm, die Reste kriegen wir auch noch weg. 10, 9, 8. Level up. Könnte ich die auch eben mitnehmen? Was soll der Geiz? Gut. Oh, ist dunkel. Schnell ins Bett. Wenn ich hier gleich noch irgendwo unnötig Creeper rumlaufen haben. So, dann werfen wir einmal ganz kurz einen Blick auf die Pilzfarm. Hier müssen auch noch Schilder dran, damit ich weiß, wo was ist. Im Prinzip weiß ich das ja. Aber wäre nicht verkehrt, wenn da noch ein paar Schilder dran sind. So. Ach, guck mal, wie schön die gedeiht. Meine Güte. Wächst ja richtig schön. Ja, die ist richtig effektiv. Nicht schlecht. So, hier steigen wir aus. Die Sachen weg. Einmal da. Einmal da.
war es dann, glaube ich, schon, sonst muss ich nichts wegbringen. Doch, wieder Fleisch. Wächst schön. So, Schwert gezückt. Dann war ja schon länger dunkel. Nicht, dass wir jetzt hier gleich einen Creeper an der Backe haben. Ich wusste es. Ja, super. Ich danke dir. Sehr nett. Ich habe doch gesagt, Gott sei Dank ist der Glowstone ganz geblieben. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Wir waren wieder viel zu lange im Dunkeln. Caramba. Ich sag noch Creeper. Ach, da fehlen jetzt hier auch noch welche. Wir müssen noch die Dingsteine. Der hat das kaputt gemacht. Der Sack. So, ist rübergewachsen. Sehr gut, dann können wir das abreißen. Ja. Gott sei Dank ist der Glowstone ganz geblieben. So, die Türen. Ich glaube, die werden wir nach innen machen, oder? Ja, ne? Oder wir machen das noch anders. Wir machen die hier hin. Nein, so nicht. Also, hier so. Können wir nämlich von hier innen drin direkt die Druckplatten machen. Knöpfchen kommt rein, geht trotzdem. Oder wir machen den Knopf von unten. Von hier so. Weil geht ja auch. Oh, das war jetzt sehr intelligent. Eigentlich müsste ich nämlich hier drunter, müsste doch gehen, wenn ich jetzt hier drunter Redstone verlege. Müsste doch eigentlich funktionieren. Oder vertue ich mich da jetzt? Ich habe keine Redstone mit. Oh. Ja gut, da muss ich eben Redstone holen. Immer diese Creeper und immer diese Vergesslichkeit. Normalerweise habe ich immer Redstone mit dabei. Nein. Das, was ich vorhabe. Die Workbench werden wir auch erstmal setzen, damit ich die griffbereit habe. Los, rennen! Und ich sag gerade noch, nicht, dass hier ein Creeper ist. Was ist passiert? Creeper. Aber ich habe mir gedacht, wir legen das hier so rein. Darüber machen wir Slabs, aber das geht jetzt bestimmt nicht. Wetten wir? Nein, es geht nicht. Muss das noch ein tiefer. Aber dann geht die Tür wieder nicht auf. Wo vertue ich mich da jetzt? Das jetzt nämlich jetzt hier hin machen.
So. Geht bestimmt die Tür nicht mehr auf. Obwohl. Müsste eigentlich doch noch aufgehen. Oder? Ah, schon wieder falsch rum. Ist es denn? Nein, geht nur die eine auf. Das anders machen, dass der Stein gepowert wird. Gut, reiß das mal ab. Kommt das mal weg. Können wir uns das auch sparen? Sacken wir das wieder ein. Das wird dann heiß. Ich müsste da einen Repeater einsetzen. Wie für die Redstone-Spur, die Redstone-Spur. Hier so machen, dann tut der Repeater nämlich den Stein an powern. Dadurch müsste das dann logischerweise aufgehen. Richtig. Ah, da geht auch wieder nur einer auf, ne? Ich will ja, dass beide aufgehen. Dann müsste ich das machen, dass das komplett gepowert ist. Ja gut, wäre egal. Müsste ich einfach nur eine Spur. Wenn das geht, aber dann mache ich das anders. Dann machen wir das nämlich so. Wie wir es gerade hatten. Dann geht hier drunter die Redstone-Spur. Nee. So. So. Kommt der Repeater dahin. Wenn ich einen Knopf drücke, wird er eh komplett gepowert. Aber ich werde dann beide gepowert. Halt, da wollte ich nicht rein. Ah. Und dann, dann geht das. Da sind meine Halben, da sind die Halben. Die kommen dann hier hin. Klack, klack. Dann kommt hier die Tür hin. Richtig, richtig. So. Und es wird dunkel. Wo ist mein Bett? Da. Schon mal direkt platzieren. Ne? Wenn wir dann auf das Knöpfchen drücken. Dann wird der Stein gepowert näher durch den Repeater. Und dadurch müssen die eigentlich aufgehen. Was ist denn, wenn ich... Ja, wenn wir ausprobieren. Vielleicht geht das ja. Aber jetzt hauen wir uns erstmal hin. Das nicht nochmal passiert. Ja, gab da mal so einen Trick? Das ist ja, wenn ich statt Repeat einfach hier zwar rübergehe. So einfach mache hier. So. Das geht nicht. Das bringt mir gar nichts. Außer ich will natürlich. Da kann ich ja nichts hinmachen. Das ist blöd. Dann lass mir das wieder. Mach nur so.
Aber wenn ich da einen Repeat dahin mache, kann ich da keinen Stein hin machen. Fällt mich gerade mal so ein. Das Einzige, was man da machen könnte. Shit. Boah, wie habe ich das früher mal gemacht? Das könnte man höchstens dann so regeln, indem man hier runter geht. Aber wenn ich jetzt eine Redstone-Fackel hinmache, dann werden die Redstone-Fackel wieder ewig an. Ach, da ist doch alles Kacke. Weil auf dem Klopf rückst du und alle beide aufgehen. Aber wenn ich das jetzt mache, dann bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Ich hole mal kurz Repeater, ich muss mal kurz gucken. Ich hoffe, dass ich noch welche habe. Tja, jetzt müsste man Redstone-Experte sein. Haben wir noch genug davon? Mitnehmen. Gib mir mal Feuerzauber und Hebel mit.